Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst möchte ich mich bei Kollegen Anton Heinzel sehr herzlich für sein Engagement bedanken, was also auch die Positionierung rund um die Debatte um die sogenannte deutsche Pkw-Maut geht. Ich kann das gut verstehen. Natürlich ist es eine Diskussion, die zu führen ist, die aber sehr partnerschaftlich zu führen ist. Und ich appelliere an alle Beteiligten, dass wir hier sehr sachlich miteinander umgehen. Und wenn es zur Bewertung kommt, dass es europarechtswidrig ist, dann ist es durchaus auch ein anwendbarer Mechanismus, dass man eine Klage einreicht und dann werden die Gerichte entscheiden. Nun aber, und Kollege Heinzel hat es ja schon erklärt, ich möchte auch ein paar Worte zur Einführung der digitalen Vignette sagen. Vielleicht ein paar Fakten für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die ASFINAG betreibt ca. 2200 Autobahn- und Schnellstraßenkilometer in Österreich. Die Mauteinnahmen betrugen 2015 rund 450 Millionen Euro aus dem Vignettenverkauf. Und insgesamt hat die ASFINAG damals etwa 1,2 Milliarden Euro eingenommen. Das heißt, die Differenz trägt die Transportwirtschaft. Ein großer Teil wird in die Weiterentwicklung der Verkehrssicherheit bzw. natürlich in den Bau und der Sanierung des Straßennetzes investiert. Die digitale Vignette bringt sehr, sehr viele Vorteile. Sie haben es gehört, ich will es nicht wiederholen. Es ist der Weg sozusagen in die Zukunft, in die Digitalisierung. Die normale Klebevignette bleibt aber für die Fans des Klebens erhalten. Das heißt, wer gerne die bunten verschiedenen Pickel sammelt, kann das weiterhin tun. Und es bringt natürlich eine zahlreiche Vorteile der Flexibilisierung, wie eben bei den Wechselkennzeichen etc. etc. Und wir werden auch in vielen anderen Bereichen darüber zu diskutieren haben, wie wir diese Systeme weiterentwickeln, auch im Zusammenhang eben in der Diskussion über eine europaweite Weiterentwicklung der Mautsysteme. Hier gilt es natürlich vor allem einmal darüber zu diskutieren, welches System wir überhaupt in Europa haben wollen, gemeinsam. Und das wird noch eine sehr lange Diskussion, auf die ich sehr gespannt bin. Vielen Dank. Das war Andreas Ottenschläger, der Verkehrssprecher der ÖVP.